Auf allen Poetry Slam Bühnen dieser Stadt und darüber hinaus ist er bekannt. 2009 wurde er deutschsprachiger Poetry Slam Meister und damit noch nicht genug, sein Studium der Germanistik schloss er mit seiner Doktorarbeit über das phänomenale Thema die mediale Inception des Bewusstseinsfilms ab. Ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Bumelo, schön, dass du da bist. Ja, servus, gerne. Ja, seit 2007 erlebt man dich auf der Bühne des Poetry Slams und man verbindet dich immer nur in erster Linie damit. Wie ist diese Leidenschaft denn überhaupt entstanden? Ja, die Leidenschaft ist entstanden im, ich glaube, es war der November 2006, da waren die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam in München. Und ich war da ja eben Germanistik- und Theaterwissenschaftsstudent und bei uns am Institut hängen diese Poster vom Slam 2006. Und ich war da gerade so, ja, da war ich 25, war immer nur so in der Findungsphase, was möchte ich machen, habe zu der Zeit sehr viele Gedichte gelesen auch. Und dann waren diese, wow, Slam 2006, irgendwann das schauen wir mal an. Und da waren Halbfinals im Literaturhaus damals noch, ja, oben im Foyer vor dieser gläsernen Wand, wo man auf den Odeonsplatz schaut. Und da war das erste Halbfinale und ich war so ein bisschen enttäuscht. Also das erste war so eine gewisse Enttäuschung. Ich meine, boah, das ist ein Halbfinale deutschsprachige Meisterschaften. Hätte ich mehr erwartet und habe das aber nicht auf mich sitzen lassen, diese Enttäuschung. Und bin am nächsten Tag ins zweite Halbfinale. Und das war der totale, absolute Wahnsinn. Und es war anscheinend so, dass von der Auslosung ein Halbfinale etwas schwächer war und eins dafür nur Top-Leute. Und mit dieser Mischung aus, das ist enttäuschend, das kann ich ja auch. Und boah, das ist geil, das möchte ich unbedingt selber machen. So ist es damals losgegangen bei mir. Und dann hast du ja gleich in den Jahren darauf auch daran teilgenommen und erst 2009 dann den Titel mit deinem Team Paul Poesie aus Leidenschaft, wo du zusammen ja auch mit Heiner Lang und Philipp Scharnberger zusammen auf der Bühne standest. Was für Scharnberg. Scharnberg. Das ist immer ganz schlimm für ihn, wenn Scharnberger gesagt wird. Philipp Schari. Philipp Scharnberg, okay. Was war das für euch dann für ein Erlebnis, dass ihr es dann im dritten Anlauf dann endlich geschafft habt? Ja, das war der Wahnsinn. Also ich war 2007 und 2008 waren wir alle drei solo mit dabei. Mhm. Und im Sommer 2008 haben wir das Team gegründet und Februar 2009 war unser erster Auftritt. Und dann haben wir halt wahnsinnig gebrannt, weil dieser Teamwettbewerb war zu dem Zeitpunkt wirklich hoch angesehen. Mit Teams wie Smart oder der Lesedüne. Also Marc-Uwe Kling war dann noch mit seinem Team bei den deutschsprachigen Meisterschaften. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, dann im ersten Anlauf bei unserer ersten Teilnahme diesen deutschsprachigen Meistertitel zu holen. Und das war der absolute Wahnsinn damals. Also wir haben da drei Jahre wirklich so krass dafür gelebt. Ja. Und damals war das ja noch nicht so, dass sofort jeder davon gelebt hat. Also ist jetzt auch noch nicht so, aber das hat sich schon noch mal ein bisschen verschoben. Das war einfach totale Leidenschaft. Drum auch Paul Poesie aus Leidenschaft. Und ja, das war überwältigend. Also in dem Moment, also ich habe geheult auf der Bühne dann. Wir waren völlig fertig. Wenn man das jetzt anschaut, das war in einer relativ kleinen Halle. Aber von der Bedeutung her gibt es da keinen Unterschied. Jetzt irgendwie letzten Samstag zum Champions League-Sieg von Real Madrid. Also Ronaldo kann sich auch nicht besser oder glücklicher fühlen wie wir in dem Moment wahrscheinlich. Die Champions League der Poetry Slammer in Deutschland dann. So ungefähr, ja. Man sagt, das ist die Königsdisziplin, der Teamwettbewerb. Wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, dass man als Poetry Slammer dafür lebt, wie sieht denn so ein Tag aus bei dir? Also stehst du morgens aus und fängst da gleich an zu brainstormen oder? Ja, mittlerweile schauen die Tage ganz anders aus. Aber wenn ich jetzt so mal wirklich von diesen 3, 4, 5 wirklich reinen Slam-Jahren 2007 bis 2010 von mir aus spreche, dann ist es so eine Mischung aus, man ist ja so sein eigener Booking-Agent und kriegt irgendwie Anfragen und muss so seine Tour zusammenbasteln oder stellt vielleicht selber Anfragen. Hey, ich habe gelesen, hier ist ein Slam, kann ich vielleicht mit zu dir kommen? Und dann ist es eigentlich so bei mir, ich habe immer das Notizbuch dabei, das ist bis heute so, weil man weiß nie, wann irgendwie ein cooler, dass man... Kreativfunke kommt. Genau, dann kommt der kreative Funke oder ein Flash, man notiert einen Reim oder eine Idee oder vielleicht eine Idee von einem Bühnenmoment, den man herstellen möchte. Und dann sind es oft so 5, 6 Texte, an denen man vielleicht gleichzeitig arbeitet, also ich. Und dann hat man hier so diese verschiedenen Töpfe, ordnet die verschiedenen Funken in die Töpfchen ein und schaut dann, ist dann selber gespannt, welcher Text das Rennen macht. Und dann denken wir so, oh, auf den Text habe ich jetzt richtig Bock, mal schauen, was ich da für Material habe. Und dann übertrage ich die handschriftlichen Notizen in den Computer. Und da passiert eigentlich schon sehr, sehr viel. Dieser Medienwechsel ist wahnsinnig wichtig. Und ansonsten schaut man sich Filme an, unterhält sich und wirbelt Staub auf, um dann irgendwann diesen Staub selber zu verwenden.
und zu verfassen. Nun gibst du ja auch als Lehrer an Schulen Schreib- und Poetry Slam Workshops. Zudem leitest du auch noch die Rap Poetry Klasse an der Schauburg. Nicht mehr jetzt seit einem Jahr, aber habe ich 4 Jahre lang gemacht. Ja. Wie sieht bei dir so ein Workshop aus? Also wo fängt man da an? Ja, also wie die Workshops aussehen, ist unterschiedlich, aber man fängt an, also wenn es wirklich ums kreative Schreiben geht, fängt man nicht mit dem eigenen Text an oder so, sondern versucht wirklich so wenig vorzugeben wie möglich, damit jeder sich selbst finden kann. Und ich mache eigentlich immer am Anfang einen Kreis mit allen und dann sage ich, okay, jetzt 1 Minute, labert jeder so viel er kann. Man muss 1 Minute lang sprechen. Ja? Egal worüber. Genau, das ist dann so ein Fass und ich sage, wir müssen dieses Fass jetzt mit unseren Wörtern, unseren Worten zum Überlaufen kriegen. Und das ist super. Und dann geben die halt so 1 Minute wahnsinnig Gas und manche sprechen miteinander und diskutieren. Und dann kannst du halt sagen, okay, was ist euch aufgefallen? Mhm. War es anstrengend? War es kurz? Und dann ist eher so, boah, es war voll lang und es war voll anstrengend. Ja, seht ihr, 1 Minute sprechen ist schon ziemlich anstrengend. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns angeschaut, wir haben mit Händen geredet, also Gestik, Mimik. Wir brauchen den ganzen Körper. Und das ist eigentlich immer so ein guter Ansatz, um dann die Übungen zu zeigen, okay, oh, wir müssen atmen, wir müssen sprechen, wir müssen gucken, wir müssen so viel machen. Es ist so komplex, einfach nur 1 Minute zu sprechen und anstrengend. Und darum lohnt es sich da, einen Workshop zu besuchen. Also gehören dann in den Workshops auch eine Körper- und Stimmausbildung mit dazu? Ja, was heißt Ausbildung? Ich habe ja selber keine. Ja? Ich bin ja auch so kein ausgebildeter Schauspieler oder Bühnenmensch. Aber man schnappt sich halt mal immer wieder die und die Übung aus Büchern oder ich war selber in der Theatergruppe an meiner Schule, wo ich noch viel hernehme. Und das ist ganz wichtig, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Ah, wir atmen, ah, wir benutzen unseren ganzen Körper. Was kann ich machen, wenn ich auf eine Bühne gehe vor Leute und die sollen mir auch noch zuhören oder beim Slam, die sollen mich dann auch noch gut finden. Dann macht man das halt nicht einfach so. Und wie ist das jetzt so? Also ich zum Beispiel bin ja ein absoluter Laie, was Poetry Slam angeht. Kann ich jetzt auch einfach hergehen und sagen, okay, ich fange jetzt an zu Slam oder gehört da doch sehr, sehr viel Talent und Sprachgewandtheit dazu? Nee, eben nicht. Also das war ja auch das Gute für mich, dass du halt nicht auf irgendeinem Level sein musst, sondern du musst halt erstmal nur den Bock oder vielleicht dann auch den Mut haben, auf diese Bühne zu gehen. Ja, und wenn man zum Beispiel die Kiezmeisterschaft in München, wo es nur eine offene Liste gibt, ja, wo wir als Veranstalter nie wissen, wer kommt. Und dann kommen 5 oder 15 oder einmal sogar 24 Poeten. Und da sind ganz viele zum ersten Mal. Ja. Und darum ist das immer nur so mein Lieblingsslam, weil es mich halt so an diese Zeit, an diese geile, rohe Anfangszeit erinnert. Und von daher, wenn du einen Text schreibst oder sagen wir mal 2, vielleicht kommst du ja ins Finale, dann kannst du da hingehen und mal schauen. Ja. Und wenn es sich gut anfühlt für dich, dann macht man weiter und wenn es sich nicht gut anfühlt, warum sollte man es dann weitermachen? Also einfach blutiges, rohes Ausprobieren. Ja, genau. Nun ist der Poetry Slam ja auch, was ich ganz faszinierend fand, nach dem englischsprachigen der zweitgrößte der Welt, also die Szene des deutschsprachigen Poetry Slams, was ja dann doch recht verwunderlich wirkt, da Deutsch ja bei weitem nicht so verbreitet ist wie Englisch. Woran glaubst du, liegt das? Wenn man das jetzt vergleicht, gerade mit der amerikanischen Szene, wo sie ursprünglich herkommt, dann hat Deutschland oder der deutschsprachige Raum, also mit Österreich und Schweiz, sehr gute Entfernungen, ja, sodass man eigentlich sehr gut touren kann und das Ganze sehr krass vernetzt ist. Ja. Also ein Münchner Slam Master, also jemanden, der den Slam organisiert, kann diese 130 Euro für Bahncard 50 von Hamburg nach München bezahlen. Ja. Aber welcher San Francisco Slam Master kann 2 Slammer aus New York einfach mal einladen für einen Slam und dann fliegen die wieder zurück. Also das sind einfach die zeitlichen und monetären Distanzen und Dimensionen etwas größer und dadurch etwas schwieriger, dass die amerikanischen so vernetzt sind. Und in Deutschland entsteht halt vor allem durch diese Vernetzung. Also es gibt ja keinen Dachverband oder so, der das Ganze kontrolliert, sondern es sind nur Slam-Begeisterte, die dann irgendwann selber Slams gründen. Und diese Slamily, wie es ja so schön heißt, ist so vernetzt, trifft sich so regelmäßig, natürlich im Internet, aber auch persönlich. Und dadurch ist es ein extrem starkes Band zwischen allen Slammern und allen Slammastern. Und dadurch ist die ganze deutschsprachige Slam-Szene so stabil und gut aufgestellt. Eine Gemeinschaft für sich schon. Ja, total. Total. Ein Universum für sich. Okay, gleich so groß. Ja. Also es gibt hier mehr Protagonisten als in Game of Thrones zum Beispiel. Und Game of Thrones ist ja auch ein Universum für sich. Das ist wahr. Naja, aber es ist doch recht verwunderlich, wenn eben man bedenkt, in Europa, Frankreich oder so zum Beispiel, da die Sprache dann da
auch mit Poetry Slam bei Weitem nicht so weit ausgeprägt ist wie im Deutschen. Ja, wir sind könnte man es dann doch nicht auch auf die Sprache ein bisschen zurückführen? Weiß ich nicht, wir sind halt so das Land der Dichter und Denker. Das wissen auch immer noch die Leute, die vielleicht Fördergeld oder so machen. Also es gibt gute Locale. Es ist halt, wow, wir sind da halt bildungsmäßig so ein bisschen geprägt in diese Sprachrichtung, denke ich. Ja. Wie einst Goethe und Schiller schon. Ja, genau. Man kommt dann an Goethe und Schiller nicht vorbei. Jetzt noch was ganz Interessantes. Und zwar wurdest du 2010 deutscher Solo-Künstler im Box-Poetry-Slam. Ja, genau, deutsche Box-Poetry-Slam. Was ist Box-Poetry-Slam? Ja, das ist einfach so eine Spielerei. Es gibt ja viele so Special-Poetry-Slams, so ein Dead-or-Alive-Slam zum Beispiel, wo Lebende gegen tote Dichter antreten in einem Theater und die toten Dichter werden von Schauspielern dargestellt. Und es gibt eben im Box-Poetry-Slam, der einfach in einem Boxring stattfindet. Und gerade in München in der Muffathalle ist es wirklich ein original riesiger Boxring, wo dann auch ein Tenor von der Staatsoper die Nationalhymne singt vorher. Und es gibt 8 Poeten, das ist dann so ein Cup-System. Also immer ein Poet tritt gegen den anderen an. Nicht wie bei 8 Mile, alle denken immer gleich an 8 Mile. Es ist keine Rap-Battle, die treten auch hintereinander mit ihren selbstgeschriebenen Texten an, ohne Freestyle. Und dann kommt einer weiter. Und genau, 2010 hatte ich dann das Glück oder das Fortune, dann ja, diesen Titel zu holen. Das ist jetzt eigentlich auch nur ein Slam, aber hat halt diesen Titel und dann schreibt man den halt dann noch in den Lebenslauf. Wahnsinn. Und demnächst erlebt man dich ja dann jetzt auch im Literaturfestival im Stirnhaus. Mhm. Da bist du als Moderator von jungen Talenten tätig. Wie genau wird das da abends ablaufen? Genau, also das ist einfach dieser Poetry Slam im Stirnhaus. Und die Poeten können sich vorher bewerben und anmelden, werden ungefähr, keine Ahnung, 8 bis 12 Poeten werden. Und ich moderiere das einfach wie meine anderen Slams. Also werde ich diesen Slam auch moderieren, werde schauen, dass Publikum und Poeten sich wohlfühlen, dass die Stimmung gut ist, dass die Poeten, die vielleicht noch nicht so erfahren sind, einen sehr sicheren Raum vor sich finden, auch wenn das quasi mal keine klassische Bühne ist, sondern im Stirnhaus. Aber ich habe da überhaupt keine Sorgen. Also das wäre total lustiger, entspannter Abend. Und ich mag das Schlachthofviertel natürlich auch so gern und freue mich vorher auf den Slam im Schlachthofviertel. Ist natürlich auch für die Slammer eine geborene Szene dort. Ja, auf jeden Fall. Also wir werden da auf jeden Fall noch einige Bewerbungen kommen und dann schauen wir mal genau, wie wir es machen. Und was steht sonst noch in nächster Zeit neben dem Literaturfestival an? Ja, im Moment mache ich ja sehr viel fürs Bayerische Fernsehen. Das Südlicht eben, diese Sendung, die man mir da sehr überraschenderweise gegeben hat, wo ich mir jetzt gerade so ein bisschen ausprobieren darf und was total neu ist und total spannend und was mir also ein bisschen aus meiner Komfortzone gelockt habe. Und hier muss man wieder ein bisschen was anderes machen, was sehr gut ist für die eigene Weiterentwicklung und fürs Wachstum. Und mit dem Liedermacher Christoph Teusel mache jetzt Fuhi-Spui beim Uni-Sommerfest und so. Wir haben so ein schönes Projekt mit dem Titel Bumillos Werk und Teusels Beitrag. Und er ist ja auch schon auf meinem ersten Album mit drauf. Und jetzt schauen wir mal, ob wir wirklich in den nächsten Monaten die ganzen Songs, die wir angefangen haben, mal zu Ende schreiben, damit wir mal wirklich, ja, vielleicht Richtung EP oder so gehen können. Also, oh Gott, die Tage sind viel zu kurz. Es gibt so viele Projekte, die ich nur machen möchte. Und die Zeit, sie tickt. Zeit ist das richtige Stichwort. Genauso wie du nicht genug Zeit zum Arbeiten hast, könnten wir jetzt noch Stunden weiterreden. Ja. Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und wir freuen uns auf ganz, ganz viele tolle Sachen, die wir nächste Zeit von dir vielleicht auch hören werden. Gerne.